Herzlich willkommen, lieber Steinbock. Ich bin Tamara und ich mache hier eine intuitive Tarotkartenlegung für diese Woche, für diese Tage. Ja, lieber Steinbock, was kommt so auf dich zu diese Woche? Ich sehe, dass etwas Schwieriges auf dich zukommen wird. Eine Begebenheit, die du nicht erwartest. Vielleicht ist es einfach eine Wahrheit, die ans Licht kommt, die du so einfach nicht erwartet hast, weil du mit den Gedanken einfach schon sicher warst, dass die Dinge so laufen, wie du sie dir vorgestellt hast, aber irgendeine Wahrheit kommt ans Licht und diese Wahrheit transformiert dich und sie transformiert dich, denn diese Wahrheit, diese Begebenheit auch, ist eine schmerzhafte Situation. Eine schmerzhafte Situation und diese wird dich einfach etwas in die Knie zwingen. Und wird nicht so einfach sein. Lieber Steinbock, ich habe hier zweimal die drei der Schwerter und zweimal der Tod. Und ich habe hier auch den Teufel und habe hier noch eine Karte, genau. Was will der Teufel hier? Ich denke, es ist wieder so ein Lernfeld. Ein Lernfeld, das einfach jetzt auf diese dunkle Art und Weise vorbeikommt, aber es ist eine Situation, aus der man etwas sehr Wertvolles lernt, schlussendlich. Natürlich ist es im Moment nicht einfach, aber diese Situation im Endeffekt schon wichtig. Du wirst es nicht jetzt spüren, aber du wirst es in der nächsten Zeit spüren, in vielleicht ein paar Tagen, dass diese Situation wichtig war. Warum war vielleicht diese Situation wichtig? Weil ich spüre hier, dass trotz allem hier eine Energie der Wiederversöhnung da ist. Eine Energie, dass diese Person eigentlich eine gewisse Situation bereut und diese Person auch nicht das wollte. Und es ist nun mal jetzt ans Tageslicht gekommen, was es auch ist, immer sein wird, ich weiß es nicht. Aber diese Person leidet auch in diesem Moment. Diese Person leidet und merkt einfach, dass einfach diese Angelegenheit eine Geschichte ist, die wie nie zu Ende geht, die sich andauernd wiederholen möchte. Und diese Person hat natürlich auch Schuldgefühle, weil diese Angelegenheit einfach im Verborgenen lag und diese Person dir nicht die Wahrheit gesagt hat. Aber was ich hier einfach auch spüre, ist, dass diese Person selber nicht wusste, wie sie oder er es dir sagen sollte. Und es ist jetzt einfach so geschehen, aber diese Person ist, diese Person muss auch noch heilen, ist auch noch auf dem Weg, wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Und diese Person wird auch zu dir geführt, schlussendlich. Und
es ist irgendwie gut, dass das jetzt passiert ist, denn durch diese Begebenheit kommt auch das ans Licht, was diese Person eigentlich im Herzen hat. Und diese Person möchte etwas Neues, möchte wirklich etwas Neues und möchte mit dir auch eine Beziehung, die ausgeglichen ist und möchte das. Diese Person ist voller Liebe zu dir und ist gewillt, auch wirklich daran zu arbeiten, an dieser Situation. Und ja, es ist jetzt so auch, dass diese Person in dir wirklich die Fülle sieht und wirklich die absolute Person, die alles geben kann, die in der Fülle ist und die stabil ist und auch das Leben auch ein stabiles, eine stabilisierte Energie hat und das Leben stabil eingerichtet hat und eine wichtige Wertevorstellung hat und diese Person ist überzeugt, dass du die wahre Liebe bist und ich spüre hier einfach, dass es dieser Person einfach unendlich leid tut, was geschehen ist und ja, möchte auf jeden Fall das wieder irgendwie gut machen. Und ja, diese Situation ist jetzt einfach so passiert. Und es war natürlich so, dass diese Person langsam war. Und ja, das wird so ein bisschen zukommen auf dich diese Woche, lieber Steinbock, dass, ja, dass du jetzt nicht damit gerechnet hast und ja, du wirst dich natürlich einen Moment lang zurückziehen, weil es nicht einfach ist für dich, aber diese Person möchte zu dir zurückkommen, war in der Vergangenheit langsam unterwegs, weil eine gewisse Geschichte und Begebenheit dieser Person einfach schwer belastet hat. Und darum konnte diese Person einfach nicht zu dir kommen und mit dir irgendwie wahre Worte sprechen und war einfach ein bisschen oberflächlich unterwegs und war einfach blockiert, diese Person war blockiert und konnte nicht irgendwie die Situation mit dir anpacken. Und weil diese Person einfach auch belastet war und musste zuerst Klarheit finden in all dieser Angelegenheit und wusste einfach nicht, wie auf dich zukommen und dir diese Botschaft und einfach diese Nachricht übermitteln oder einfach diese Angelegenheit einfach klar auf den Tisch legen. Und ja, lieber Steinbock, du wirst in dieser Woche natürlich ein bisschen natürlich kalt reagieren. Du wirst dich zurückziehen einen Moment lang, weil dich diese Situation ja, diese Situation wird dich schmerzen. Aber in jeder Geschichte gibt es auch eine, ja, eine Weisheit irgendwie. Und ich spüre hier, dass auch da drin ist, diese Weisheit, weil das Universum hat auch eine Botschaft für dich. Lieber Steinbock, es ist klar, dass diese Situation dich jetzt auch eine Zeit lang, ein paar Tage wird belasten und wird dich auch ein bisschen zwingen, dich zurückzuziehen, um irgendwie einfach für dich zu sein, das ist klar. Aber diese Situation musste ans Licht kommen und du wirst
ein bisschen aufgefordert, auch das zu sehen. Das ist wichtig, dass du auch siehst, dass diese Person doch mit einer liebevollen Energie eigentlich auf dich zukommen möchte. Und der Ratschlag vom Universum ist, lasse das nicht zu, dass diese Situation zu lange andauernd wird. Also dass diese Situation jetzt eure Verbindung irgendwie, wie soll ich sagen, wieder in einen Modus bringt, wo ihr beide wieder nicht miteinander redet oder euch entfernt voneinander, sondern erkenne den Wert dieser Verbindung und denn du hast diese Person, also diese Person hat das Potenzial, was du dir wünschst und es liegt jetzt an dir, lieber Steinbock, wie du mit dieser Situation umgehst. Es liegt in deiner Weisheit, in deiner Verbindung, die du hast zu dir selber, diese Situation so zu sehen, dass sie sein musste, dass sie vom Universum so herbeigeführt wurde. Denn sie wurde natürlich vom Universum herbeigeführt. Wir haben hier eine große Arkana, den Turm, wir haben hier den Eremit auch. Wir haben hier große Arkanas auf dem Tisch. Deshalb ist es wichtig, und ich spüre, dass diese Situation wichtig war. Denn du wirst schlussendlich spüren, dass du wertvoll bist, lieber Steinbock. Du bist wertvoll für diese Person. Und es liegt jetzt an deiner Weisheit und an deiner inneren spirituellen Führung, diese Situation aus einer sehr flexiblen Sichtweise zu sehen und einfach das Beste aus dieser Situation herauszuziehen und dieses Beste ins noch Bessere zu transformieren und noch und zu sehen, dass diese Verbindung eine Erschütterung brauchte, um in etwas Wunderbares schlussendlich zu gelangen. Jede Verbindung braucht irgendwie manchmal auch so etwas, damit man dann aus diesen tiefen, dunklen Momenten auch kann sehen, wie wichtig die Verbindung dann auch ist, was ist dann noch übrig, was bleibt dann noch übrig, wenn alle Mauern zusammenfallen, was bleibt dann noch übrig, was bleibt noch übrig und das ist das, was der Ratschlag wird sein, also ist vom Universum, was bleibt dann noch übrig, lieber Steinbock, ist, dass du spüren wirst, dass du diese Person eigentlich auch liebst. Sonst würdest du nicht verletzt werden. Du liebst diese Person und es wird auch in dir diese Erkenntnis stattfinden, diese Erkenntnis, dass du Liebe hast und das ist positiv und du wirst sehen, dass diese Person aus dem Stillstand kommt und dir wirklich mit Liebe begegnet und auch mit Reue und du wirst sehen dann, aha, diese Person liebt mich ja wirklich. Und das ist natürlich dann das, was vielleicht geschehen musste, um euch auch wirklich näher zu bringen. Und ja, das ist so diese Botschaft, die ich hier so habe für dich. Dann habe ich hier noch eine Karte vom Mond, die sagt, ein Neubeginn steht an. Neumond und dann habe ich noch hier eine Karte vom Orakel, die lichte Kraft der Engel, die sagt, Verstand, Vernunft, verbinde die Ebenen des Verstandes und der Vernunft im Zentrum deines Herzens, sodass Wahrheit und Weisheit durch dich sprechen. Ja, lieber, das ist Steinbock, das ist genau das, was ich meinte vorhin.
Genau, achte auf das Zentrum deines Herzens diese Woche. Lass dein Herz sprechen. Höre auf die Wahrheit und die Weisheit deines Herzens und verbinde dich mit all den Ebenen deines Seins und du wirst die Weisheit in dir erkennen und die Weisheit wird mit dir reden. Ja, lieber Steinbock, das ist das, was ich habe für dich diese Woche. Ich wünsche dir noch eine angenehme Woche und viel Kraft und ja, alles Gute dir und dann hoffe ich bis ganz bald. Tschüss.